Was geht ab, meine Z-Fighter Osiri, und heute werden wir uns die zwei neuen EZA-Charaktere Vater, Sohn, Gallican, Trunks zu meinen ansehen, aber auch Vegeta. Wir werden dabei aber auf beiden Versionen hin und her switchen, Freunde, Global und JP. Warum? Auf Global habe ich beide auf 100%. Wir werden sie erstmal vollends in einem Event in diesem Team hier uns anschauen. Wir gucken uns gleich die Informationen und Details zu den Charakteren an. Dann werde ich noch einzelne Szenarien zeigen. Zum einen hier in dem Hybrid Saiyan Team. Mit dem Hybrid Saiyan Team Boost für Trunks. Warum? Denn hier bekommt Trunks nur den 100% Boost vom Leader Skill. Vegeta aber natürlich als Pure Saiyan Charakter 150%. Dann werden wir rübergehen auf die japanische Version und da werden wir uns dann Trunks ein wenig näher ansehen in verschiedenen Szenarien. Zum einen hier in Vegeta's Family Team. Dann haben wir noch hier, wenn ich das schaffe, ein Time Travis Team. Also das heißt, wenn ich das schaffe, wenn ich die Friends auf jeden Fall finde. Und Future Gohan Team, weil da ist auf jeden Fall das geniale Goku Black und Trunks hier als Supporter funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe auf der japanischen Version bewusst nur Trunks mir, sag ich mal, vorbereitet. Vegeta nicht. Warum? Ich bevorzuge eher Trunks. Warum? Weshalb? Gucken wir uns gleich genau an. Trunks hier jedoch hat bei mir Zeitdupes. Wie gesagt, da werden wir quasi am Anschluss, nachdem wir dieses Team uns in einem Event angesehen haben, einzelne Szenarien werde ich dann noch zusammenpacken und die gucken wir uns dann auf jeden Fall näher an. Denn zum einen, jetzt, was haben die beiden denn drauf? Nun, Trunks, sein Leader Skill, zum einen gibt er jedem Kid plus 3 HP Attack und 70%. Mit seiner Super Attack macht es Supreme Damage und erhöht den Angriff aller Verbündeten für eine Runde um 30%. Seine Passive ist dann an der Stelle folgendermaßen: Er gibt immer Kid plus 2 und auf den Angriff und auf die Verteidigung 30% für jeden Verbündeten. Heißt, er war ja zuvor ein Supporter, ist es immer noch geblieben, hat einen Key-Aspekt hinbekommen, Attack und Death sind, weiß, ob die hochgegangen sind, könnte es ein wenig sein, ich bin mir gerade nicht sicher, jedenfalls ist er ein guter Supporter, geblieben immer noch, Key plus 2, Attack und Death 30% für jedermann. Dann zusätzlich dazu, wenn zwei oder mehr Vegeta's Family-Kategorie-Mitglieder im Team sind, bekommt er selbst auf den Angriff 70% und auf die Verteidigung ebenso, ups, und das ist eben das Geile an ihm, warum? Denn man hat Trunks so oder so als Supporter in den Teams, in denen er vertreten ist, gespielt. Sei es die Hybrid Saiyan, Time Travis, Vegeta's Family, Future Saga. Da hat er seinen Job wirklich gut gemacht, als Supporter rein, raus sortieren. Und jetzt hat er zusätzlich noch einen Keyboost bekommen. Aber das Geniale ist, dass er dann noch selbstständig Attack und F 70% gibt. Heißt, ich rede ihn so als Next Level Supporter ein. Was meine ich damit? Im Endeffekt ganz easy. Er ist auch in der Lage, sehr gut Schaden zu machen und zu tanken. Also man kann ihn weiterhin schön mitnehmen als Supporter, als Rotationscharakter rein, raus rotieren. Der gibt einen schönen Support-Boost, aber macht auch gut Schaden als Supporter an der Stelle und ist auch defensiv stark. Deswegen freut mich das, was sie mit ihm gemacht haben auf jeden Fall. Links haben wir Super Saiyan, Gold Warrior, Royal Lineage, Messenger from the Future, Dismal Future, Prepare for Battle, Shattering the Limit. Vegeta ist ein wenig ähnlich, nur ein bisschen andersrum, sag ich mal. Er gibt jedem Keep Booster HP, Attack und F 90%, wirklich jedem All-Types. Also beide könnte man vielleicht als Sub-Leader nehmen fürs Battlefield, warum nicht? Bei Vegeta ist das folgendermaßen, er bekommt selbstständig Ki plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 90%. Aber wenn zwei oder mehr Vegetas Family-Kategorie-Mitglieder im Team sind, gibt er jedem Attack und F 30%. Also was sie mit ihm gemacht haben, ist auch nicht schlecht, ja? Denn wie funktioniert das Ganze mit der Passive, Freunde? Es müssen halt, wie es da steht, zwei oder mehr Charaktere aus der Vegetas Family Kategorie im Team sein. Und ja, die Charaktere selbst gehören dazu. Also wenn ihr Vegeta im Team habt oder Trunks, dann habt ihr schon einen. Dann müsst ihr noch einen weiteren haben, dann sind das zwei oder mehr, dann aktiviert sich die komplette Passive. Und das, was sie mit Vegeta gemacht haben, ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja, Vegeta kann man auf jeden Fall in der Rotation spielen an der Stelle. Und dann gibt er noch zusätzlich für die Rotation einen Support Boost. Also das ist wirklich gut. Oder man kann ihn auch rein und raus rotieren. Wenn er die komplette Passive hat, funktioniert er auch als Supporter. Also wirklich, was sie mit den beiden Charakteren gemacht haben, finde ich wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, by the way, bei ihm ist es auch so, falls ich gesagt habe, der Super Attack, Supreme Damage erhöht 30% den Angriff aller Verbündeten um eine Runde. Aber ich würde dann eher trotzdem Trunks den Vorteil geben, beziehungsweise Trunks eher bevorzugen, weil er halt immer ein Supporter ist. Und weil auch Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta ist der Name dieses Vegeta. Das heißt, wenn ihr irgendeinen anderen Vegeta Blue im Team habt, dann könnt ihr ihn logischerweise nicht mitnehmen. Zum einen, welche andere Evo Vegeta. Wenn ihr Evo Vegeta im Team habt, könnt ihr ihn leider nicht mitnehmen, aber Trunks könnt ihr trotzdem mitnehmen, weil er ja quasi ja einen anderen Namen hat, sag ich mal. Links hat der Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Warrior Gods, Prodigies, Royal Lineage, Prepare for Battle, Shattering Limit. Das sind die Kategorien, in den vertreten Stream of Gods, Future Saga, Vegeta's Family, Pure Saiyans, Time Travelers. Ich werde ihn in Rotation halten, beziehungsweise werde ich dazu sorgen, dass er mit God Vegeta mal in Rotation kommt. Sie linken sich zwar keine Key, linken sich aber mit Saiyan Warrior Race, Warrior Gods, Super Saiyan und Prodigies. Das sind quasi die wichtigen Angriff-Links, aber
dass sie sich mit Key nicht linken, ist nicht schlimm, denn sowohl Gott Vegeta bekommt selbstständig Key plus 3 durch die Passive, als auch Vegeta, aber in dem Fall sind das Key plus 2. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Jedenfalls werden wir uns in diesem Team mal ansehen, mal Vegeta und Trunks in der Rotation halten, dass der eine den anderen bufft und so weiter und so fort. Trunks sein Main-Stack oder Haupt-Stack ist er immer noch als Supporter, den immer rein und raus und schön in den verschiedenen Szenarien uns ansehen und gucken mal, was so leistet. Deswegen würde ich sagen, springen wir sofort in ein Event rein. So, alles klar, und so wären wir im Event von unserem Boy Vegeta. Dann machen wir das Ganze mal so. In der Runde sind sie ja nicht vertreten, aber in der nächsten haben wir dann sofort Trunks und Vegeta. Das ist gut. Ich werde also hier erstmal zeigen, so wie sie zusammen sind in der Rotation. Aber wohlgemerkt, in diesem Team bekommt Trunks nur 100%. Heißt, ich werde Trunks mal benutzen, dass er Vegeta durch seine Super-Attack boostet. Wenn er die Super-Attack zuvor macht, wird Vegeta quasi geboostet mit dem 30% Angriff noch zusätzlich dazu. Dann mal tauschen das Ganze, aber wohlgemerkt, Trunks bekommt den 100%. Aber in anderen Szenarien werden wir uns Trunks auf jeden Fall noch ansehen unter einem besseren Leader-Skill. Und ja, wie gesagt, Trunks kannst du halt wirklich als Support in jedem Team packen, in dem er vertreten ist. Und vor allem in dem Team, wo LR Trunks vertreten ist, mit dem linkt er sich sehr gut. Und sogar mit LR Trunks könnte man ihn in der Rotation halten, um ehrlich zu sein. Oh! Ja, GG. Jetzt die Sache, wie geht aber, dass ich überleben. Deswegen lasst uns mal, na, vielleicht, lasst uns auch trotzdem mal gucken, was der Trunks auf, ja, auf dem Radar hat. Aber wohlgemerkt, super class, also er bekommt nur 100% im Schnitt, sollte in den besseren Teams. Ja, okay, knapp 1 Million, aber das ist nur 100%, wie gesagt. Der wird auf jeden Fall noch auf mehr kommen, das werden wir gleich sehen. Sind beide auf 100%, wie gesagt. Auf JP werden wir eine Chance mit Side-Dupe sehen. Aber was ich dann eben sehen wollte ist, da, also hätte Vegeta danach noch angegriffen, mein Tag, dann hätte der quasi, oh, sehr schön, die nächste Rotation wird gut. Dann hätte er quasi einen Boost bekommen. In der nächsten Rotation werden wir Gutes sehen, beziehungsweise jetzt nicht in der nächsten, sondern wenn Gott Vegeta in die Rotation mit dem Tag Vegeta kommt, weil dann lasse ich zuerst Trunks angreifen. Dann bekommt er den Boost, also Vegeta bekommt den Boost von Trunks, von der SA, wohlgemerkt. Support-Aspekt ist so oder so bei beiden getriggert. Und dann hat er noch die wichtigen Linkskills von Gott Vegeta. Ja, das wird eine schöne Rotation für ihn zu sehen sein. Das wird dann gut, dass wir das dann gleich sehen. Und hier Paragus, der ist jetzt auch hier an der Stelle, ne? Als Supporter auch nicht schlecht. Wenn er gegen einen Pure Saiyan Charakter kämpft, bekommt er auf den Angriff 130%. Der ist wirklich sehr, sehr gut, mein Boy. Also der zeigt hier Paragus und Broly, was hier abgeht. Sehr schön. Genau. An sich, Freunde, wie gesagt, also auch Vegeta ist nicht schlecht. Vegeta Blue, das werden wir gleich sehen. Aber wenn ihr halt Evo Vegeta oder so habt, dann spielt halt Evo Vegeta. Wisst ihr, was ich meine? Zu der Frage, ob der Izee Vegeta besser als der Free-to-Play Vegeta ist, mit dem Mantel, ich würde schon ja sagen. Weil die Passive ist zugänglicher, sag ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Und er ist halt an sich so direkt, hat Keep plus 2 Attack auf 90% immer, auch wenn er den anderen Part nicht hat. Und ist halt ein Izee-Charakter so. Also okay, der Tag Free-to-Play ist auch ein Izee-Charakter. Aber wir werden einfach mal gleich sehen, was er so auf dem Radar hat. Ich glaube, der Tag Izee, der kam, glaube ich, auf keine 2 Millionen, als ich ihn getestet habe. Mal gucken, ob Vegeta auf 2 Millionen kommt. So, Trunks haben jetzt mit 1 Million am Start. Wohlgemerkt, nur 100% wieder Skill. Er boostet jetzt Vegeta. Vegeta kommt auf 1,68. Sehr schön, das kriegen wir noch höher hin. Und genau. Aber zur Frage, ob jetzt gerade. Oh, sehr schön. Jetzt hat er seinen eigenen Boost noch bekommen, weil das ein Additional Super Attack war. 1,7. Sehr, sehr schön. Das war cool zu sehen. Aber ich würde den Free-to-Play-Tag Vegeta nicht schlecht reden. Also den mit dem Mantel. Die Sache ist, was meine ich mit zugänglicher von der Passive her? Der Free-to-Play-Tag Vegeta, nur wenn er gegen Movie-Boss-Charakter kämpft, dann bekommt er seinen vollen Passive. Aber auch ohne der vollen Passive ist er gut. Jedoch ist die Passive von dem Vegeta Blue hier, den wir hier am Start haben, in dem Fall für mich zugänglicher, weil er sie hat. Weil es leicht ist, dass er sie hat, so die komplette Passive. Wisst ihr, was ich meine? Darauf will ich hinaus, aber dennoch spielen sie wirklich, also als Free-to-Play-Charakter, diese Mantel, die Mantel-Charaktere, sowohl Goku als auch Vegeta, die sind wirklich sehr, sehr gut. Das sind echt sehr gute Free-to-Play-Charaktere, die sind das schon, die sind auch, die spielen auch mehr oder weniger im selben Niveau, sag ich mal. Aber ob der Izee-Vegeta besser ist, zum Beispiel als Evo-Vegeta, nein, als Int-Vegeta Blue, schwierig, könnte durchaus sein. Die Sache mit dem Boy ist jedoch, er hat kein Fierce Battle, das merkt man. Aber jetzt, sehr schön. Schaut mal her, Freunde. Jetzt wird Trunks mit seiner Super Attack 30% in Angriff von allen anderen Boosten, die danach folgen. Und zusätzlich dazu haben wir an der Stelle noch von Gott Vegeta Prodigy, Saiyan Warrior Race und Super Saiyan. Also die wichtigen Links, die getriggert sind. Wir haben jetzt 280.000, okay. Oh, Verteidigung ist auch sehr gut von Vegeta, by the way. 105.000, sehr schön. Da bin ich mal drauf geschaut, was hier auf dem Radar hier kommt. Das wäre so mehr oder weniger in diesem Setup das beste Szenario für ihn. Trunks boostet ihn an der Stelle jetzt wieder mit den 30% durch die Super Attack. Und jetzt bekommt er 1,77. Okay. Da schätze ich dann mir. Oh, nice Crit. 1,77 war so mehr oder weniger das Gute, was er so an. Und Warrior Gods war noch getriggert. Logo, Warrior Gods noch.
Okay. Ich glaube, das könnte vielleicht noch ein bisschen höher gehen, wenn der Int LR Goku seine komplette Passive hätte. Die hat er, wenn wir unter 50% und drunter sind. Dann gibt der Superclass 50% auf Attack und Def. Wenn ich das noch hinbekommen würde, wo ist er aber in welcher Rotation? Ah, der ist hier. Ob ich den bis dahin darüber bekomme, ist die andere Frage. Ich versuch's einfach mal. Lass mal Paragus viel Schaden bekommen. Klatsche mal Goku rüber. Und dann lass mich das Ganze mal versuchen. Das gibt mir vor, weil wir wollen uns ja noch ein paar andere Szenarien angucken. Und nicht, dass es allzu lang geht. Also wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, jetzt hätten wir das quasi, dass wir noch durch Goku, weil er gibt noch zusätzlich 20% drauf. LR Goku, wenn die HP 50% und drunter sind. Also hätten wir in dem Fall jetzt genau 50% Attack und Death für diese Rotation. Dann lassen wir mal Trunks hier an Dash angreifen. Trunks, bitte erledige ihn nicht, auch wenn du auf 100% bist. Aber da bin ich mal drauf gespannt, was jetzt mit Vegeta abgeht. Wäre so vielleicht jetzt... Also wir haben jetzt keinen Prodigies und Warrior Gods, aber mal gucken, was jetzt hier an der Stelle an den Radar bringen wird. 1-7 war das Höchste, was wir erreicht haben. Trunks, bitte mach langsam. Ey, ich flehe dich an. Sehr schön. Okay. Und zwar... Oh, der bekommt eine Super-Attack. Ja, wie tankt er das? Jetzt ist auch genug... Ach ja, aber Trunks hat nur 100% hier. Den sollte man das nicht so tragisch nehmen. Aber gut getankt an der Stelle auf jeden Fall. Und 1,8. Okay, 1,8. Also zum Vegeta kann ich sagen, er ist solide. Wenn man ihn hat, kann man ihn auf jeden Fall nutzen, aber wenn man halt die anderen Vegeta hat, sag ich mal, die anderen Vegeta Blue Evo zum Beispiel, dann nimmt ihr ruhig Evo Vegeta mit. Er ist eine solide Option, sag ich mal, ist auf jeden Fall nach seinem Isei gut geworden, man kann auf jeden Fall spielen. Dann nimmt ihr auch diesen Support-Aspekt mit, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen für die anderen Charaktere. Aber das Nutzen vom Trunks finde ich hier an der Stelle besser und wenn ich einen empfehlen würde oder wenn ihr mich fragt, welchen von beiden soll ich nehmen, im Endeffekt, falls ihr noch diese Münzen habt, dann würde ich schon eher Trunks sagen, weil das werden wir gleich sehen, Trunks als Supporter. Der supportet halt immer, wenn er noch zusätzlich dann Attack und 70% bekommt, wird aus ihm auch wirklich ein guter, solider Damage-Healer, sage ich mal, oder auch ein Tank. Und dementsprechend gucken wir uns mal die verschiedenen Szenarien mit Trunks an. Ja, okay, jetzt sind wir hier an der Stelle mit Trunks am Start. Nämlich, ich werde Trunks mal so spielen, wie man ihn üblicherweise spielt, nämlich als Supporter rein und raus rotieren. Heißt, in dem Fall rotiere ich ihn einfach mal raus. Als Supporter macht er hier aber seinen Job gut natürlich an der Stelle. Wir haben hier auch an diesem Team zwei oder mehr Vegetas Family Charaktere, in dem Fall er selbst und LR Trunks. Und wir werden gleich sehen, mit LR Trunks in der Rotation linkt er sich wirklich sehr, sehr gut. Und LR Trunks, er ist wirklich ein guter Partner für LR Trunks. Zum einen durch die Linkskills, zum einen durch den Support-Aspekt kommt LR Trunks wirklich gut auf die Ultra-Super-Attack. Aber während er zwei Physik-Charaktere in der Rotation ist, aber denke ich nicht allzu schlimm. Okay, jetzt ist das schon hier down leider an der Stelle. Wir haben nicht gesehen, was Trunks drauf hat. Nicht schlimm, aber wir werden dann auch gleich sehen, wenn wir Trunks eben halten in der Rotation mit LR Trunks, dass er seinen Job auf jeden Fall gut macht. Aber ich denke, als Supporter, ja, macht er halt, als Supporter ist er wirklich sehr, sehr gut, Trunks. Ihr macht halt bei ihm nichts falsch, wirklich, wenn ihr ihn auch als Supporter nutzt oder spielt, ihn einfach rein und raus rotiert in den Teams, in denen er vertreten ist. Und zusätzlich dazu hat er dann noch quasi 1 Million auf dem Radar. Jetzt in so einem Team auf jeden Fall, ja, mit 130% Boost. Zuvor haben wir das nicht gesehen, weil er nur 100% Boost bekommen hat, aber in solchen Setups, also Hybrid-Zane wäre noch quasi eins der geringeren Boosts, die er bekommt, 130%, in Vegeta's Family oder Future Saga hat er 170% auf den Angriff und in Time Travel 150 und da kann man ihn auf jeden Fall spielen und einfach als Supporter, so ist das meine, vom Nutzen her finde ich Trunks auf jeden Fall an der Stelle besser als Vegeta, also Vegeta würde halt in dem Team einen Slot besetzen als ein, Rotationscharakter, aber wenn ihr da bessere habt, so sage ich mal, wenn ihr schon eure fixe Rotation habt, ihr könnt natürlich Vegeta auch rein und raus rotieren als Supporter, falls ihr einen Supporter braucht in einem Team, wo zwei oder mehr Vegeta's Family Charaktere vertreten sind, geht das auch. Aber bei Trunks ist halt schon vorneweg immer, ihr braucht auch nicht Vegeta Family Charaktere im Team, dann hat der Keep Plus Attack noch 30% für jedermann und das ist wirklich gut, das macht er, also das finde ich an Trunks echt gut auf jeden Fall. Also, dass sie aus dem Supporter so quasi noch einen Damage-Healer gemacht haben. Das gefällt mir immer so. Selbes da mit physisch Kidboot. Der wurde auch übel gut. Aber jedenfalls, genau, hier sehen wir jetzt schon. Mit LR Trunks liegt er sich wirklich sehr, sehr gut. Er sorgt jetzt auch quasi dafür, dass LR Trunks einen guten Boost bekommt. Leider haben wir nicht Ultra Super Attack. Aber es boostet jetzt quasi zum einen, was hat er drauf hier? 1,1 Millionen. Seht ihr, im Schnitt kommt er auf 1 Million. Als Supporter ist wirklich sehr gut. Und das sind noch 130%. Oh! 130% Leader Skill, sehr schön, aber okay, dann gehen wir mal rüber in ein anderes Szenario, weil ich wollte eigentlich noch sehen, wie er der Trunks boostet, aber gucken wir uns das mal in einem anderen Team an. So, alles klar, jetzt hat es geklappt, tatsächlich habe ich einen Future Gohan gefunden als Friend und dementsprechend ist das hier wirklich auch ein sehr, sehr schönes Setup für den Trunks. Warum? Denn zum einen, wie gesagt, er hat bei mir auf JP 2 Dupes, aber zum anderen bekommt er noch den Support-Aspekt von Goku Black, ja, 40%, weil auch er gehört zu Time Travels und der Future Saga und... Dann werden wir auch sehen, wie gut er quasi hier jetzt an der Stelle LR Trunks jetzt buffen wird.
oder an sich Ella Trunks wird von dieser Rotation speziell wirklich sehr viel profitieren. Ella Trunks bei mir hat an der Stelle ein Dupe, Trunks zwei Dupes. Das ist wirklich ein sehr schönes Szenario für ihn. Und ich bin mir sicher, er kommt sicherlich über die über eine Million kommt er so oder so. Wir sind jetzt in der 170% Boost. Und jetzt, der Tank hat gut 1,28. Sehr schön. Und das ist halt, ihr müsst überlegen, ist eigentlich ein Supporter, ne? Und nochmal 1,35 Edition Super Tank hinterher. Mach mal langsam, wir wollen auch sehen, was Ella Trunks hier bekommt. Jetzt stopp. Und Ella Trunks, der wird richtig gut profitieren. 3,5 Millionen mit einem Dupe. Das war ein sehr, sehr schönes Szenario. Und oh mein Gott, richtig geil. Und in, zum Beispiel, also ich habe mit ihnen jetzt in der Rotation behalten. Das kann man zum einen auch, wenn ihr mit Ella Trunks spielen wollt, geht das auf jeden Fall. Aber normalerweise würde ich ihn rausrotieren und dann hätte ich zum Beispiel Ella Trunks mit Ella Vegito Blue in der Rotation. Aber trotzdem würde Ella Trunks, wenn ich in die Mitte stelle, davon profitieren. Zum einen, weil sich gut mit ihm linkt, aber zum anderen auch im Support-Aspekt. Aber auch Ella Vegito Blue ebenso. Also Trunks finde ich, deswegen, ja, habe ich eher eine Vorliebe für den EZA Trunks, ihr merkt schon warum. So, und das, was ich dann eben meinte, wäre zum Beispiel so ein Setup, ja, ich spiele mein LA Vegito Blue mit LA Trunks in mein Time Travelers Team, habe dann an der Stelle den World Term Goku Black, kann ich nicht mitnehmen, weil der Leader in Goku Black ja auch denselben Namen hat, aber spiele ihn einfach als Supporter, tu ihn rein und raus rotieren, er macht seinen Job auf jeden Fall solide und guck mal, wie er die Rotation hier boostet an der Stelle. 370.000 an LA Vegito Blue hier auf dem Radar, ein bisschen auf dem Angriff und 433.000 LA Trunks. Also so auch als Supporter macht er seinen Job wirklich sehr solide, Freunde. Lasst uns die Rotation mal ausspielen, dann gucken wir uns am Endeffekt noch eine Szene an in einem Vegeta's Family Team und dann wär's auch quasi für das Showcase von den beiden Kerlen, sag ich mal. Und genau, die hauen halt links und rechts dann alles zur Seite. Genau, und zum Schluss hätten wir jetzt quasi noch eine sehr schöne Rotation. Wir haben hier an der Stelle LRB Punts Active Skill noch aktiv. Heißt, wir gucken uns das Ganze mal, wie das Ganze jetzt mit LRB Punts Active Skill aussehen wird. Wir geben Trunks hier mal schöne Orbs. Sind das die 24 Key? Sehr schön, aktiviert LRB Punts Active Skill. Und dann haben wir noch eine Rotation mit LRB Punts Active Skill. Das wird Trunks auch, also LR Trunks vor allem wirklich sehr gut tun. Also, wenn ihr LR Trunks habt, dieser Izay Trunks ist wirklich ein sehr guter Partner für ihn. Sei es, man behält in der Rotation beide zusammen oder man tut Trunks quasi rein und raus rotieren. 1,4! Sehr schön. 1,4 als Supporter. Das ist übertrieben gut, Freunde. 4 Millionen auf LA Trunks mit einem Dupe. Freunde, so viel zu dem Showcase von unseren beiden Izay Charakteren. LA Trunks will die sich aber auch zeigen. Von den Izay Galligan. Vater, Sohn, Galligan, Vegeta und Trunks. Ich bevorzuge eher Trunks, weil er an sich ein Supporter ist. Man kann rein, raus, man kann aber auch in der Rotation spielen. Er macht dann auch noch soliden Schaden. Er hat diesen Support-Boost immer. Vegeta ist eine solide Option. Kann man auf jeden Fall in dem Team mitspielen, mitnehmen in der Rotation. Man könnte ihn auch rein, raus sortieren, wenn er seine komplette Passive hat. Ich gebe da trotzdem mehr, ja, bevorzuge da eher Trunks. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, welchen von beiden ihr bevorzugt, welchen von beiden ihr besser findet oder an sich. Ja, was haltet ihr von den Charakteren? Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.